Hallöchen zusammen. Es gibt eine kleine Planänderung. Heute wollte ich euch ja eigentlich die Sachen von Tool Protect vorstellen. Aber habe ich ja schon gesagt, dass das eventuell nichts wird. Und aufgrund der Winde, ich sag mal noch nicht Stürme wäre jetzt übertrieben, Starkwinde heute Nacht, gibt es eine kleine Planänderung. Da muss ich ein paar Sachen erledigen. Deswegen haben wir dafür jetzt auf jeden Fall keine Zeit. Aber wir können ja gleich mal auf das Thema Baumkontrolle eingehen. Dafür bin ich nämlich heute überwiegend unterwegs. Und da gibt es so ein paar Sachen, auf die sollte man noch mal kurz zu sprechen kommen. Und das machen wir gleich nach dem Intro. So, um euch die Fahrgeräusche zu ersparen, habe ich mal kurz ausgeschert, bin mal kurz rangefahren. Ja, also Baumkontrolle. Deswegen bin ich jetzt unterwegs, werde da jetzt keine Videos aufnehmen, Datenschutz und so weiter und so fort. Das mag ja auch nicht jeder unbedingt. Zwar habe ich ein paar Bilder gemacht, die sind dann aber jetzt eher für uns. Ist ja immer mal so, dass, also die Kollegen, die werden das wissen, ne? Also könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr da so die gleichen Erfahrungen habt, würde mir mal interessieren. Wenn so ein Wind war, ein bisschen stärker, dann fällt den Leuten ja immer plötzlich auf, was an ihren Bäumen so nicht stimmt. Häufig sind es alte Schäden, das muss man den Kunden dann aber erstmal versuchen beizubringen, wenn er gerade ganz nervös angerufen hat. Oh, hier ist was schief in meinem Baum. Und dann stellt man fest, alles klar, ja, da hat es mal eine Abknickung gegeben, aber mittlerweile ist das alles überwald, überhaupt keine Gefahr. Also da könnte man mal irgendwann baumpflegerisch eingreifen, dass nichts weiter passiert, aber ist auf jeden Fall keine Gefahr im Verzug. Alles gut. Manchmal kann man es sogar so lassen, je nachdem, wie der Baum mit der Sache schon umgegangen ist. Ne? Da muss man natürlich immer so ein bisschen feinfühlig sein. Ne? Nicht sagen, ja, sind sie doof, das ist schon ewig. Der Kunde kann es nicht wissen. Das ist unser Job. Wir haben das jeden Tag. Wir erkennen diese Schäden. Der Kunde nicht. Der kann uns dafür vielleicht in seinem Bereich, wo der arbeitet, was erzählen. Jeder steckt da halt so ein bisschen in seinem Metier. Oh, wir haben ja den Funk noch an. Die Autobahn ist in der Nähe, man merkt's. Okay, zurück zum Thema. Da muss man halt mit einer gewissen Feinfühligkeit rangehen, dass der Kunde sich nicht gleich auf den Schlips getreten fühlt, sondern dem muss man es erklären. Häufig ist es ja sogar so, dass die Schäden dann begründet sind. Die Kunden sehen nur, alles klar, irgendwas ist anders. Sonst, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, konnte ich den Ast eigentlich noch nicht sehen oder ich konnte den sehen und jetzt ist er weg oder wie auch immer. Die sehen nur, irgendwas hat sich geändert und dann rufen sie an und sagen, gucken sie mal nach. Man hat es ja sehr häufig, speziell bei Kiefern, dass sich Äste dann nur rausdrehen und dann hängen sie plötzlich da so halbkopfüber, hängt zwar noch dran, ist als Laie nicht mal zu erkennen, dass der rausgerissen ist, sondern er hängt da noch so halb. Und ja, da muss man dann halt als Fachmann entsprechend mal einen Blick drauf werfen können, um da einzuschätzen, was ist da los, wie wichtig ist es, wie ernst ist die Situation und was muss gemacht werden. Mittlerweile werden die Leute ja da immer, ja, ich sag mal offener, weil die Versicherungen denen natürlich auf den Schlips treten und sagen, ja, hätten sie mal nachgeguckt, dann würden wir es auch bezahlen, wenn denn im Fall natürlich was passiert. Ne? Fallversicherung ist ja auch noch mal so ein Thema für sich. Jede Versicherung ist da völlig anders gestrickt. Je nachdem, wie man die Verträge abgeschlossen hat, wie alt die Verträge sind, was man mal zusätzlich abgeschlossen hat. Also man kann nicht mal sagen, die Versicherung ist da gut oder die ist da schlecht. Allgemein hat es immer was damit zu tun, wie man es abgesichert hat. Ich kann ja mal sagen, ja, sage ich jetzt einfach mal, ist ja nichts Persönliches. Wir haben eine sehr gute Erfahrung mit der Allianz gemacht. Da gibt es auf jeden Fall eine Zusatzversicherung, die inklusive Wurzelroden, wiederum Nachpflanzungen, allem, also wirklich allem ringsrum, was dazugehört, bezahlt. Das fand ich mega geil. Ne? Also da kann wirklich was passieren. Menschlicher Schaden ist natürlich immer ausgenommen. Aber das war wirklich geil. Da war ich extrem positiv überrascht. War das erste Mal, dass ich von so einer umfänglichen Versicherung gehört habe in einem Elementarschadenfall. Hab keine Ahnung, was das Ding im Monat kostet, aber es waren eigentlich so normale Leute, also gehe ich mal davon aus, dass sowas sogar bezahlbar ist. Und sowas würde ich heutzutage auch jedem empfehlen. Macht euch da schlau, wie umfangreich sind eure, in dem Fall, Gebäudeversicherungen. Das steckt meistens in einer Gebäudeversicherung mit drin, wo die Elementarversicherungen da irgendwo mit versteckt sind. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da muss man sich definitiv mal Gedanken drüber machen. Das geht jetzt vor allem an die
Kunden, unser Kollegen. Die Kollegen, die sind sich ja dem bewusst, was alles passieren kann. Aber auch nicht jeder kennt natürlich die Umfänge und die Möglichkeiten einer Versicherung. Da sind wir nun auch nicht Firmen drin, ist nicht unser Thema. Aber es gibt allem Anschein nach unserer Erfahrung, wirklich richtig geile Versicherungen. Und wenn man sich das irgendwie leisten kann, wenn man am Ende einen Schaden hat, also in dem Fall war wirklich Hausdach, es sind 4 Eichen umgekippt auf dem Grundstück. Die haben das Auto komplett zernagelt, das Carport, das Hausdach, inklusive Fassade, Zaun, also volles Programm. Da waren ausgewachsene Eichen, ne? Also 4 Stück. Die wissen nicht, wo sie hinfallen sollen. Da wird alles mitgenommen, was irgendwie auf diesem Grundstück steht. Und das haben sie auch gemacht. Und das wurde komplett von der Versicherung bezahlt. Inklusive Rohren. Wirklich, selbst die Nachweise, das war so geil. Also, toppi. Gibt's halt. Ich habe jetzt einfach mal eine genannt. Möglich, dass es auch andere anbieten. Müsst ihr euch einfach mal schlau machen. Ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja, aufgrund der Tagesveränderung haben wir unseren Plan dann auch gleich nochmal ein bisschen geändert. Wir werden heute noch beim Häcksler was reparieren. Ihr habt es ja mitbekommen, in letzter Zeit hat er öfter eine Macke gehabt. Hat damit jetzt auch gar nichts zu tun. Also das waren auch immer nur Kleinigkeiten, Verschleißkleinigkeiten. Sowas kommt dann halt mal vor. Jetzt geht es darum, den Turm mal wieder zu schweißen. Denn wenn ihr euch noch erinnert, vor ein paar Wochen hat es einen von unseren Windflügeln rausgehauen. Und da gab es so ein kleines Loch oben im Turm. Das müsste jetzt mal wieder zugemacht werden. Denn so langsam vergrößert sich der Spaß. Man glaubt ja nicht, was so ein Häcksel an Wucht hat, dass das wirklich schafft, massives Blech zu verbiegen. Ne? Und von daher stehen so eine Arbeiten heute an. Sigi ist da gerade bei, das alles vorzubereiten. Ich werde ihm nachher kurz helfen, den Turm runterheben. Wenn wir es zeitlich noch schaffen, dann werden wir auch die Tool-Protect-Halterung noch anbauen. Werde aber selber nicht dabei sein. Ich muss mir noch weitere Sachen angucken. Heißt also, wahrscheinlich werde ich es dann auch nicht filmen. Aber ihr seht sie ja dann in den nächsten Videos. Und da können wir euch dann auch kurz sagen, wie die installiert wurde, wo sie Sinn macht, etc. pp. Da gehen wir dann nochmal drauf ein. Jetzt nutze ich die Zeit. Ich muss noch ein bisschen krassen Stoff abholen. Um genau zu sein, Sonderkraftstoff. Der geht wieder zur Neige und da fahre ich schnell mal bei unserem Händler vorbei. Ihr könnt euch an den Tag der offenen Tür erinnern. Ich werde es zum Ende einfach nochmal mit einbringen, dass ihr nochmal seht, den Tag der offenen Tür, den wir da gemacht haben, wo ich euch auch Pflegetechniken, also für die, die vor Ort waren, haben uns ja auch viele Fans besucht. Nochmal danke, fand ich super. Sind ja auch teilweise von echt weit hergekommen. Und obwohl das Wetter nicht so gut war, wir hatten ja da die Halle zur Verfügung, haben drinnen mal eine Aufstiegstechnik gezeigt, Double Rope, Single Rope, den Wechsel, so ein paar Kleinigkeiten. Ich schau euch das einfach nochmal am Ende des Videos mit ran, dann könnt ihr das nochmal sehen für die, die es verpasst haben. Ja, da fahre ich jetzt hin und ich nehme euch einfach mit. Ich bin so frech. So, guckt euch mal den starken Mann da an. Der Thomas. Thomas, sag hallo. Hallo. Von der Firma Wabners Bautechnik. Es wäre cool, wenn du das mal aufmachen würdest. Findest du? Ich finde, der sieht gut aus mit der Karre. Nochmal Hallöchen gesagt. Das ist der Thomas, Firma Wabners Bautechnik, wo wir auch den Tag der offenen Tür hatten. Viele haben es ja verfolgt, viele haben es auch besucht. War ein schöner Tag gewesen. Ja, hier kriegt man eigentlich so alles, was man braucht, wa? So ist es. Radlader, Minibagger. Sonderkraftstoff, Kettensägen, ich glaube von Husqvarna. Den Thomas habe ich übrigens auch auf der Grünen Woche getroffen, da waren wir ja spontan, wussten wir überhaupt nicht, dass der da ist. Fand ich aber eine coole Sache, war auch nur eigentlich eine geile Nummer, dass Husqvarna den Stand da so, ich sag mal, sponsert, ne? Genau. In dem Fall. Genau. So können auch kleine Händler natürlich an so einer großen Veranstaltung teilnehmen, denn ich glaube, den Standpreis da, den möchte keiner wirklich selber bezahlen. Nee. Alles klar, wir quatschen noch ein bisschen und ich muss noch einen Kaffee trinken. Kriegst du. Machen wir. So, Fass ist abgeholt, Kaffee ist getrunken. Auf zum nächsten Projekt. Und jetzt fahren wir zum Siegfried. Dass ich ihm schnell helfe, dass wir den Turm vom Häcksler runterkriegen. So, ich fahre jetzt schnell noch mal nach Hause,
habe nämlich in der Hast, wo ich vorhin so schnell losgedüst bin, die Tool Protect Halterung für unseren Hexer liegen lassen. Das ist schlecht. Gesagt, jetzt geht's ab zur Halle, und zwar zur Bastelhalle. Da sieht es auch entsprechend nach Basteln aus, wie so in so einer Bastelhalle aussehen muss. Wir haben ja von der Firma aus drei Hallen. Eine, wo nur die Hänger drin stehen, eine, wo auch repariert wird etc. pp. Und dann so die richtige Bastelhalle. Ne? Da ist ein Schweißgerät drin. Ja, was soll ich sagen? Da sieht es aus, wie es in so einer Bastelhalle aussehen muss. Siggi ist halt auch so, das Werkzeug, was gerade benutzt wird, das muss immer in der Nähe sein, also bleibt es erstmal liegen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil also die größten Genies waren immer Chaoten gewesen, wie ich immer so schön sage. Und ich glaube, das bewahrheitet sich immer wieder. Von daher muss es da einfach so aussehen. Dafür haben wir ja... Oh, jetzt muss ich euch was zeigen. Also, das gibt's ja wohl gar nicht. Da fährt man hier nichts ahnend in der Gegend rum. Oh. Erkennt ihr den da vorne? Schweinerei. Ich denke, die sind fleißig am Fräsen. Da fahren die hier in der Gegend rum. Guckt euch das an. Kann ich dem gleich mal das Fass Aspen geben? Wie günstig. Denn das kommt nämlich auch in die anderen Hallen, wo auch die Kraftstoffe stehen etc. pp. Und die Fräse und der Häcksler. Wobei, den habe ich meistens zu Hause stehen. Ja, so sieht's aus. Ah, er hält an. Wie schön! Kann ja wohl nicht wahr sein. Denkt, ihr arbeitet. Tag schön. Mahlzeit. Das ist übrigens der Henny. Genau. Henny, dann kann ich dir gleich was geben. Was denn? Das zeige ich dir. Ja, perfektes Timing. Die Jungs, die wollten auch gerade zu Siggi fahren, beziehungsweise fahren ja dann jetzt hinter mir her, schnallen noch schnell Fass fest. Okay, hätte man dann alle doch in der Halle machen können, hätte ich sie gewusst. Egal. Die sind durch mit Fräsen. Oh, die Straße. Die wollten natürlich dann kicken, ob dem Sägfred noch zu helfen ist. Das ist Teamarbeit. Nicht einfach Feierabend machen, sondern erstmal gucken, braucht der Kollege eventuell mal noch eine Hand. Das ist so geil an unserem Team. Hier sind wir. Siggi wird jetzt mal schnell den LKW abhängen. Dann hänge ich den Hacker an, denn mit dem LKW kommen wir hier nicht rein. Da ist ein Träger zu viel. Guck mal, wen ich hier eingesammelt habe. Den Danny. Yo, man. Ist soweit erstmal alle durchgesprochen für heute. Hab da mal kurz unseren Katastrophenhanger gesehen. Henny und Siggi, die machen sich jetzt dabei, den Häcksler für morgen fertig zu machen. Dass das alles wieder schnick ist. Im Anhang packe ich euch jetzt noch den Tag der offenen Tür für alle, die es verpasst haben. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin. Danny sagt tschüss. Tschüss. Oh, Kollegen. Hi, Rico. Hi, Rico.
Kein Ass danach, hier trinkt man völlig normalerweise. Hier ist erstmal mal einen Hintergrund da. Also, ich hab's sind wahrscheinlich nicht hier nochmal eine Halle von mir nach Baum zu kommen. Dann wissen wir, wer von Lukas ist. Ja. Attacker. Anschlag.